Hallo und willkommen zu einem weiteren IG Metal Video. Genau, wenn wir hier rumsitzen, dann machen wir was aus der IG Metall. Meistens. Bevor wir also dann im nächsten Video dann endlich mal mit Idle 4, wie es auf Neudeutsch heißt, loslegen, wollte ich noch einen Vortrag, quasi einen Artikel, euch nicht vorenthalten, und zwar den: Was ändert sich denn alles 2023? Gibt es denn da einige Sachen, die sich ändern, oder bleibt alles genauso beschissen wie vorher? Sprich, natürlich. Corona, steigende Kosten. Ja, und Bayern wehrt sich immer noch gegen alles, was der Bundestag beschließt. Also das bleibt natürlich noch so. Also das ist ja schön in Tradition. Aber natürlich wird trotzdem jede Menge heimlich hintenrum beschlossen, was sich dann zum 1.1. jeweils in Kraft tritt. Genau. So fangen wir auch doch gleich mal an. Das ändert sich 2023. Die Bundesregierung hat für das neue Jahr viele Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht. Metall, also die IG Metall hier, ne, gibt einen Überblick, was sich für die Menschen in Deutschland ab Januar ändert. So viel zur Theorie. Wenn ihr das in ferner Zukunft guckt, ihr könnt ja mal überlegen, ob das tatsächlich zum einen eine gute Idee war und zweitens überhaupt umgesetzt wurde. Höheres Kindergeld, steuerliche Absetzbarkeit des heimischen Arbeitsplatzes, Anhebung des Grundfreibetrags, volle Absetzbarkeit der Rentenbeiträge, Erhöhung des Wohngelds. Unterm Strich bringt das Jahr 2023 für viele mehr Geld. Die wichtigsten Änderungen im Überblick. Grund- und Kinderfreibetrag. Der Grundfreibetrag in der Einkommenssteuer liegt 2023 für ledige auf 10.908 Euro. Verheiratete stehen, welche Überraschung, exakt beim Doppelten, 21.816 Euro zu. Genau. Der Grundfreibetrag bezeichnet den Betrag, bis zu dem das Einkommen lediger oder gemeinsam veranlagter Ehepartner steuerfrei bleibt. Dieses Existenzminimum wird also steuerlich nicht angetastet. Und wie immer bei Steuern übrigens, bezahlt man erst auf den ersten Cent danach Steuern. Gilt übrigens auch für Vermögenssteuer bei der sogenannten Millionärsteuer, wäre es ähnlich. Die erste Million bleibt steuerfrei. Erst ab dem ersten, der ersten Million und dem ersten Cent, auf diesen einen Cent bezahlt man dann erst die Steuer. Und so ist es hier auch. Damit haben die Arbeitnehmer etwas mehr Geld, da der Fiskus ab Januar 2023 erst bei Einkommen über dem neuen Grundfreibetrag Steuern abzieht. Genau. Angehoben wird auch der steuerliche Kinderfreibetrag, der das Existenzminimum des Kindes sichert. So viel zur Theorie. Naja, theoretisch etwas erhöht, weil das ist halt eben einfach nur, pro Kind gibt es nochmal einen Steuerfreibetrag, also das heißt noch später erst Steuern. Der Freibetrag liegt 2023 bei 3.012 Euro bzw. 6.024 Euro bei verheirateten Arbeitnehmern pro Jahr, ne? Nicht pro Monat, das wäre ja ein Ding, pro Jahr. Zusätzlich wird ein Freibetrag für Betreuung, Erziehung und Ausbildung von 1.464 Euro bzw. 2.928 Euro gewährt, also immer das Doppelte, ne? Ja. Insgesamt betragen die Freibeträge für Kinder somit 4.476 Euro für Ledige und 8.952 Euro für Verheiratete. Wie kommt man eigentlich auf so eine schiefe Zahlen? Das ist irgendwie gegengerechnet mit durchschnittlichem Verbrauch des Kindes und was weiß ich nicht alles. Da gibt es Rechengrundlagen, die sind aber schwer geheim. Kindergeld. Einheitlich 250 Euro für jedes Kind. Ab 2023 erhalten Eltern für jedes Kind 250 Euro pro Monat. Damit steigt die staatliche Unterstützung für das erste und das zweite Kind um jeweils 31 Euro im Monat. Für das dritte Kind ist ein Plus von 25 Euro drin. Für das vierte und jedes weitere Kind bleibt es bei 250 Euro und alles, was darüber hinausgeht, dude, that's a vagina, not a clown's car. Genau. Also je mehr Kinder man hatte, desto mehr Geld gab es ja pro Kind. Nach dem Motto, die Arme ist schon genug gestraft, da kriegst du auch mehr Geld. Inzwischen ist das jetzt pro Kind alles gleich. Na, ab dem dritten Kind sind es nur noch 25 statt 31. Zugewinn. 250 kriegen die alle jetzt. Aber vorher waren es, waren ja ursprünglich mal 150 fürs erste und zweite und dann irgendwie 160, 170 fürs dritte, vierte und sowas. Und ab dem vierten hast du dann auch früher schon 200 bekommen oder
So. Ach, jetzt habe ich es kapiert, okay. Also das stieg dann pro zunehmenden Kind. Deshalb ja der Clownscar. Pauschbeträge. Der Arbeitnehmerpauschbetrag, Werbungskostenpauschale, wird ab dem 1. Januar 2023 um 30 Euro erhöht. Wow. Okay. Beschäftigte können also ihre Werbungskosten bei der Einkommensteuererklärung ohne Belege pauschal in Höhe von 1230 Euro geltend machen. Mhm. Also man kann bei der Steuererklärung, wenn ich das jetzt hier richtig verstehe, einfach sagen, ich hatte Werbungskosten von 1230 Euro, ohne dass man das nachweisen muss. Ja. Das sind 30 Euro mehr, ja. Na, da kann ich ja eine... ganze Fass aufmachen. Genau, da kann ich ja zurücklegen hier. Naja. Meinen Lebensalltag sparen. Und da kannst du Fett sparen. Und mir zweimal im Jahr einen Urlaub leisten. Der Sparer-Pauschbetrag steigt ab 2023 von 801 Euro auf 1000 Euro glatt pro Jahr für Alleinstehende und von 1602 Euro auf glatt 2000 Euro für Ehepaare und Lebenspartner. Also sprich auch, wenn man zusammen wohnt und nicht verheiratet ist. Jo. Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende steigt 2023 von 4.008 auf 4.260 Euro. Ab dem zweiten Kind erhöht sich der Betrag um 240 Euro für jedes weitere Kind. Mit dem Zusammenleben meine ich nicht, wir haben eine Wohngemeinschaft, sondern das ist schon ein Paar, ja? Eher in die Gemeinschaft, das genau. Muss man sich auch eintragen lassen. Also Wohngemeinschaften zählen lassen. Nicht so nach dem Motto, ach, ich wohne doch hier zur Untermiete bei jemandem, dann kann ich das doch mit angeben. Nein. Homeoffice-Pauschale. Mit den Änderungen bei der Homeoffice-Pauschale kommt der Gesetzgeber den Forderungen entgegen, die die DGB-Gewerkschaften schon zu Pandemiebeginn erhoben haben. So wird die Pauschale dauerhaft im Steuerrecht verankert und kann künftig bis zu 1260 Euro betragen, anstatt nur noch 600 Euro wie bisher. Schön. Pro Tag im Homeoffice können Steuerpflichtige ab 2023 also 6 Euro in der Einkommensteuererklärung geltend machen. Damit sind künftig 210 statt 120 Homeoffice-Tage begünstigt. Na, 210 ist also ziemlich das ganze Arbeitsjahr, oder? Abzüglich des Urlaubs, der Feiertage, der Wochenende, ja, kommt es ungefähr hin. Also viel bleibt nicht übrig. Endlich besser gestellt werden künftig auch all jene, die keinen anderen Arbeitsplatz zur Verfügung steht, zum Beispiel Beschäftigte im Außendienst. Und alle, die ihren heimischen Arbeitsplatz wegen engen Wohnverhältnissen nicht von Privaträumen abgrenzen können. Das war nämlich sowieso die Scheiße. Was du arbeitest, dann hast du auch bestimmt ein Arbeitszimmer. Ja, du musst es nein, ausdefinieren. Ich arbeite in der Küche oder im Wohnzimmer. Genau. Ja, das sind Wohnräume, also sorry, das zählt genau. Nicht. Und das haben sie jetzt endlich mal gelockert, nachdem da auch früher sehr gerne mal ein Finanzbeamter bei dir vorbeikam und nachgemessen und nachgeprüft hat. Ist das denn wirklich ein Arbeitszimmer? Und jetzt lag der Ball vom kleinen Kind oder ein Spielzeugauto mit bei dir im Arbeitszimmer. Dann hat er aber rot gesehen, Schaumformal gekriegt. Das ist ja ein Privatzimmer, Steuerhinterziehung. Dann warst du Mode. Dann warst du Mode. Obwohl du nur deinen Rechner und vielleicht ein, zwei dienstliche Bücherregale drin stehen hattest. Oder warte es dir, dein privates Bücherregal drin stehen zu haben und dein Kind hat da vielleicht manchmal drin gespielt. Um Gottes Willen. Und das ist jetzt halt eben nicht mehr. Jetzt reicht so unsere Homeoffice-Ecke, wie wir sie hier haben, oder auch direkt vom eigenen Rechner. Und man muss nicht mehr Quadratmeter abmessen und angeben. Genau. Während deren anteiligen Wohnungen und Betriebskosten bislang nicht anerkannt wurden, sollen sie künftig unabhängig von den zu Hause verbrachten Arbeitstagen 1260 Euro als Jahrespauschale geltend machen können. Jo. Die Homeoffice-Pauschale ist Bestandteil der Werbungskostenpauschale von 1230 Euro, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Aha. Das heißt, wer außer den Homeoffice-Pauschalen keine Werbungskosten hat oder auch mit weiteren Werbungskosten nicht die Grenze von 1230 Euro überschreitet, hat nichts von ihr. Aha. Hat man also damit reingemacht. Ihr könnt mehr abrechnen, aber auch nicht wirklich. Also wer schon 1230 Euro Werbungskosten hat, ja, herzlichen Glückwunsch, du kriegst jetzt noch 30 Euro Homeoffice-Pauschale. Rentenbeiträge voll von der Steuer absetzbar. Ab 2023 können alle, die Steuern zahlen, ihre Rentenbeiträge voll als Sonderausgabe absetzen. 2 Jahre früher als ursprünglich geplant. Damit entlastet die Bundesregierung Bürgerinnen und Bürger und verhindert auch künftig die sogenannte Doppelbesteuerung der Renten. Erklär mal kurz, was das ist.
Doppelbesteuerung der Renten ist, dass du als Rentner noch Steuern bezahlen müsstest, beziehungsweise wenn du deine Rente dir privat finanzierst, dann bezahlst du die ja zwangsläufig von deinem Netto. Also ist das Geld schon besteuert. Und das würde dann quasi durch die Rentensteuer, Steuer auf Rente ist dann die, nochmal besteuert werden. Und um das zu verhindern, kannst du jetzt quasi deine Rentenbeiträge zurückholen. Wäre mal interessant, ob das auch die gesetzlich Versicherten sind. Also, denn das würde dann eine nicht geringfügige Summe werden. Also der Gag ist, Doppelbesteuerung ist gesetzlich verboten. Trotzdem ist es nahezu überall der Fall. Man kriegt es so nicht so direkt mit, also zum Beispiel Benzin. Es gibt eine Mineralölsteuer. Moment. Es darf nicht die gleiche Steuer mehrfach erhoben werden. So. Unterschiedliche Steuern auf ein Produkt sind voll okay, da hat niemand was gesagt. Ach so. Aber du darfst zum Beispiel nicht, wenn du von deinem Einkommen schon auf dein Einkommen schon Steuern bezahlt hast, auf deine Rente, die aus dem Einkommen versteuerten Einkommen bezahlt wird, später nochmal Steuer bezahlen müssen. Sag mal, das hatten sie doch erst vor 10 oder 15 Jahren geändert. Das war doch CDU und SPD. Das war vor wenigen Jahren erst, weil ihnen das gerichtlich um die Ohren geflogen ist. Meine Eltern sind ja nun beide inzwischen Rentner und die haben da ziemlich viel gehabt. Meine Tante zum Beispiel, die hatte auch vor dem Arbeitsgericht, war das glaube ich, an der Musterklage teilgenommen. Ist ja also in Erfurt bei denen einmal unter Straße. Also früher war das nicht. Genau. Und dann vor, ich glaube, 10 Jahren oder 15 Jahren, bin ich mir genau sicher. Nein, da haben sie angefangen, die Renten zu besteuern. Genau. Und damit ist ihnen das ganze System dann um die Ohren geflogen. Weil die Renten waren früher, glaube ich, steuerfrei gewesen. Ja, logisch. Und weil sie aber sich dachten, hey, wir haben so viele und immer mehr steinreiche Rentner, die können wir doch mal mit abzocken. Und das war nicht der Gerd. Und der hat nämlich noch die Arbeitslosen abgezockt. Gibt doch so viele von denen, sollen die doch mal eine Steuer bezahlen. Und das hat sich Angie dann mit Rentnern gedacht. An sich auch keine doofe Idee, zumal sie immer mehr wurden und immer reicher wurden. Aber war halt juristisch nicht ganz so sauber, wie vieles, was in der Zeit passiert ist. Hatte den Effekt, dass plötzlich Rentner anfangen mussten, Steuererklärung zu machen. Na, das war genau, da haben die Rentner sich auch sehr gefreut. Ja. Und sich gedacht, ach du Scheiße, jetzt geht das wieder los. Das war anders, das hätte ein Vorteil der Rente gewesen. Dass man sich um so einen Dreck nicht mehr kümmern muss. Genau, dass die Zeiten endlich vorbei sind und man einfach nur zum Stadt gehen konnte, seine Hand aufhalten. Ich bin alt, gebt mir Geld! Jetzt müsste man Steuern bezahlen, dann hat man eine Steuererklärung gemacht, festgestellt, hey, man landet unter dem Hartz-IV-Satz, scheiße. Genau. Da sind immer mehr Rentner dann aufstocken gegangen, da haben wir gesagt, nee, das müssen wir doch mal ändern. Also, wir beschließen jetzt, Hartz-IV ist höher als das, was ein Rentner braucht. Deswegen nennen wir das, was ein Rentner braucht, Grundsicherung. Und die ist definitiv niedriger, weil... Also 22 Euro. Und mit dem Bürgergeld zusammen haben sie die, glaube ich, auch aufgestockt. Ja, das war auch dringend notwendig, weil das ist ja nun eine doppelte Verarsche der Rentner gewesen. Genau. Also jetzt mal ohne Scheiß. Erstmal besteuern und dann der Freibetrag, also der Mindestbetrag, den sie kriegen, ist auch noch unter Hartz IV. Also mal, Alter... Ja. Nee, das ist ja die Stütze, die du kriegst, ist weniger als Hartz IV. Ja, du isst ja im Alter auch weniger. Ja, aber ich habe doch mehr Tabletten und den ganzen Kram. Ja, die kriegst du ja bezahlt. Ja, aber doch nicht komplett. Na doch. Nee. Was dir verschrieben wird, wenn du mit der Zuzahlung nicht ausreichst, dann kannst du ja die Zuzahlung von der Krankenkasse erstatten lassen. Ja, das kommt dann auch noch dazu. Du musst halt nur ein Jahr lang die Bon sammeln, die Quittung. Und wenn das irgendwie ein oder bei Chronikern 2%, nee, umgedreht, wenn das 2% bzw. bei chronisch Kranken 1% deines Jahresbruttos übersteigt, dann kriegst du die Pension zuzahlungsbefreit. So, das heißt, der Rentner muss sich dann selber auch noch wie eine Firma führen. Ja, im Wesentlichen schon. Ich finde es gut, dass sie das abgeschafft haben. Ja, bevor das Ganze komplett um die Ohren fliegt. Also die Renten werden natürlich weiterhin besteuert, ne? Du kannst dir jetzt nur als Arbeitnehmer deine Rentenbeiträge von der Steuer absetzen. So rum wird ein Schuh draus. Die Renten werden weiterhin besteuert. Also Steuererklärung dürfen Rentner schon noch schreiben. Na, schönen Dank auch. Es ist halt jetzt nur so, dass die Arbeitnehmer das steuerlich sich zurückholen können. Was aber auch nicht schlecht finde. Sozialversicherung. Für die Beitragsbemessungsgrenze in den Rentenversicherungen gelten für die Gebiete West und Ost, also die alten Bundesländer und die neuen Bundesländer, ne? 11 versus 5. Unterschiedliche Werte. Im Westen steigt der Wert ab Januar 2023 auf 7.300 Euro. Das sind die alten Bundesländer. Das Pendant Ost, das sind die neuen Bundesländer, liegt bei 7.100 Euro im Monat, also 200 weniger.
Also Beitragsbemessungsgrenze, liebe Kinder, das ist die Grenze, bis zu der ihr Rentenbeiträge oder SV-Beiträge in dem Fall bezahlt. Also Sozialversicherung, wahrscheinlich auch Rente, das sind meistens sehr, sehr ähnliche. Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung, das wären hier die drei wichtigen. Bis zu der Grenze bezahlt ihr überhaupt nur, sprich ihr bezahlt einen Festbetrag und darüber müsst ihr euch privat versichern, wenn ihr mehr verdient als das. Oder ich glaube, sobald ihr mehr verdient als das, seid ihr sowieso ganz raus und müsst euch grundsätzlich dann entsprechend privat versichern. Bis zu dieser Einkommensgrenze müssen Beschäftigte Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung bezahlen. Genau, also Rente- und Arbeitslosenversicherung. Und ich glaube, darüber, alles was du darüber hast, musst du dich zusätzlich noch privat versichern. Also Moment, Rente und Arbeitslosen. Also nicht ja, Krankenkasse und auch nicht Pflege. Ja, stimmt. Die Pflege hat, glaube ich, keine Beitragsbemessungsgrenze. Krankenkasse aber, glaube ich, schon. Ja, ich glaube, die Krankenkassen legen die Prozente selber fest. Oh, die doch. Nicht die Beitragsprozente mit der Bemessungsgrenze verwechseln. Das dürfen die aber, glaube ich, auch selber festlegen. Aber das, da gibt es doch keine Grenze. Die haben so Deshalb sind die ganzen Selbstständigen ja alle in der Privatversicherung. Ja, weil es für sie dann günstiger wird als in der gesetzlichen. Ja, das ist sowieso so ein Ding, aber... Nee, ich glaube auch bei der Krankenkasse gibt es einen Beitragsbemessungsgrenze. Okay. Wer da Näheres weiß, bitte mal in die Kommentare. Genau. Würde mich mal interessieren. Ob es das da auch gibt. Und ja, schön, dass das inzwischen gleich hoch ist. Und wie gesagt, wir reden hier vom Brutto, ne? Also erstmal 7.000 noch, was sie Brutto im Monat haben. Wie hat sich mein Kollege so schön ausgedrückt, er müsste jetzt demnächst umziehen. Und er wird mal beim Jahresgespräch mit seinem Chef da sagen, Chef, also... Ich habe akuten Penthouse-Mangel und ich habe ja kein Problem, 2.500 oder 3.000 Euro Miete im Monat zu bezahlen, aber der Arbeitgeber zahlt mir einfach keine 6.000 bis 7.000 Euro Gehalt. Ja. First World Problems. Das ist schon furchtbar, sowas. Arme Menschen. Klingt nach BWL, Justus. Genau. So, die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung gilt bundesweit und steigt auf 59.850 Euro jährlich beziehungsweise auf 4.987,50 Euro monatlich. Auch eine schöne schiefe Zahl. Na, da haben wir sie doch. Auch die versicherungspflichtige Grenze, also die Grenze, bis zu der Beschäftigte gesetzlich versichert sein müssen, steigt 2023. Lag sie 2022 bei 64.350 Euro im Jahr, liegt sie zukünftig jährlich bei 66.600 Euro. 666.00. Monatlich 5.550 Euro. Satan lässt grüßen. Ja, das ist aber im Wesentlichen nur ein Inflationsausgleich. Also jetzt nicht zu unserer Superinflation gerade oder bis vor kurzem, aber ganz normale Geldentwertung, so 2% sind das alles immer noch. Wer über diesen Beitrag hinaus verdient, kann sich privat krankenversichern lassen. Genau. Jetzt haben wir es doch. Der Krankenkassenbeitrag liegt bei 14,6%, der ermäßigte Beitragssatz bei 14%. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag in den gesetzlichen Krankenversicherungen steigt um 0,3% auf 1,6%. Wobei das auch wieder von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich ist. Ich glaube, manche schenken dir den Zusatzbeitrag. Wieder andere machen die Steigerungen nicht mit oder so. Und wieder andere kassieren gleich mehr, weil es wird eine neue Dienstwagenflotte gebraucht. Also ja, richtig verstanden. Ja, die Krankenkassenbeiträge werden sich ab 2023 erhöhen. Die berühmten Lohnnebenkosten. Genau. Krankenkassen können einen individuellen Zusatzbeitrag erheben, wenn sie ihren Finanzbedarf durch die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nicht decken können. Die Höhe des kassenindividuellen Zusatzbeitrags legt jede Krankenkasse selber fest. Ob alle Krankenkassen den Zusatzbeitrag erhöhen, war bei der beim Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Aber Achtung, gesetzlich Krankenkassen müssen ihre Mitglieder nicht mehr wie sonst schriftlich per Brief über die Beitragserhöhung informieren. Es reicht, wenn diese Information beispielsweise auf der Webseite der Krankenkasse oder der Mitgliederzeitschrift erfolgt. Hast also auch keine... 4 Wochen Sonderrücktrittsrecht vom Vertrag mehr. Wir ändern einfach mal den Vertrag. Ob Sie das interessiert oder nicht, interessiert uns ein Scheißdreck. Sie werden sich noch Ihre Abrechnung merken. Genau. Viel Spaß auf der nächsten Lohnabrechnung. Auch ein Ding, ne? Und das Sonderkündigungsrecht ist auch ganz elegant gleich mit verschwunden. Ja. Das geht nämlich ausschließlich bei schriftlichen Vertragsänderungen.
In der Arbeitslosenversicherung steigt der Beitragssatz ab 2023 von 2,4 auf 2,6%. Da die Beiträge jeweils zur Hälfte von Beschäftigten und Arbeitgebern getragen werden, kommt durch die Erhöhung auf beide eine höhere Beitragslast von jeweils 0,1% zu. Ja, na, die teilen sich das ja halbe-halbe und deshalb ist natürlich auch die Steigerung nur die Hälfte für jeden. Freie Kost und Logis für Arbeitnehmer. Zahlt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das ein Essen, kann für den Fiskus ein steuerpflichtiger Arbeitslohn vorliegen. Maßgeblich sind die sogenannten Sachbezugwerte. Ab 1. Januar 2023 steigen diese Monatswerte für die Verpflegung auf 288 Euro statt wie bislang 270 Euro. Das heißt, bei 20 Arbeitstagen im Jahr kannst du gerade mal so für 14,40 Euro essen pro Tag. Das ist eigentlich relativ angenehm. Damit sind ab 2023 für verbilligte oder unentgeltliche Mahlzeiten folgende Werte anzusetzen. Frühstück 60 Öcken monatlich oder 2 Euro pro Tag. Mittag 114 Euro monatlich oder 3,80 Euro pro Tag. Abendessen 114 Euro monatlich oder 380 Euro pro Tag. Haben die Tagespreise mit angerechnet? Oder ist das deine Rechnung? Nee, das steht hier. Ach so, weil das sind ja 30 Tage pro Monat. Ach so, für Montage und so. Da werden sie ja aber am Wochenende mit verpflichtet vom Arbeitgeber. Stimmt, da war ja was, okay. Wenn du gleich neben der Baustelle im Container lebst. Stimmt, kannst ja nicht noch die 20 Arbeitstage pro Monat nehmen. Wer für die Verpflegung, erhöhen sich auch die Werte für Unterkunft oder Miete? Der Sachbezugswert für freie Unterkunft beträgt 2023 bundeseinheitlich 265 Euro statt bisher 241 Euro monatlich. Versuch dafür mein Zimmer zu bekommen. Erhalten Beschäftigte also durchgängig sowohl freie Unterkunft als auch freie Verpflegung, bedeutet dies fürs Finanzamt, das monatliche Bruttoeinkommen, auf das Steuern und Sozialabgaben zu zahlen sind, erhöht sich auf 553 Euro. Das sind 288 Euro plus 265 Euro. Ja, also um diese 500 noch was Euro. Mhm. Du hast ja deine, sagen wir mal, 3000 brutto. Und wenn dein Arbeitgeber dich halt dreimal am Tag verfüttert und dich kostenlos wohnen lässt, dann steigt dein Brutto um diesen Betrag. Mindestlöhne. Der gesetzliche Mindestlohn liegt seit 1. Oktober 2022 bei 12 Euro brutto die Stunde. Als hätte das mal ein Paketboten. Wie sich der gesetzliche Mindestlohn auf die Höhe des Verdienstes und die Stundenzahl auswirkt, kann man übrigens auch ganz leicht mit dem Mindestlohnrechner des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Soziales herausfinden. Auf www.bmas, also Bertha, Martha, Anton Siegfried.de /Mindestlohnrechner. Der Branchenmindestlohn für das Elektrohandwerk steigt im Januar auf 13,40 Euro und für Leiharbeit ab April 2023 auf 13 Euro die Stunde. Auch angehende Auszubildende dürfen sich über mehr Geld freuen. Wer sich ab 2023 für den Beruf seiner Wahl im Handwerk und Betrieb qualifiziert, erhält im ersten Ausbildungsjahr die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung von 620 Euro im Monat. Für das zweite, dritte und vierte Ausbildungsjahr gibt es dann Aufschläge. Der Auszubildende erhält 18, 35 bzw. 40% über dem Einstiegsbetrag des ersten Ausbildungsjahres. Nicht schlecht. Ich habe damals im dritten Jahr 600 noch was Euro bekommen. Die Mindestvergütung gilt für Auszubildende, die in einem nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung geltenden Berufsausbildung ausgebildet werden. Geregelten Beruf ausgebildet werden. Ist der Arbeitgeber tarifgebunden, gilt die tarifvertraglich festgesetzte Höhe der Ausbildungsvergütung. Das darf durchaus weniger sein. Erhöhung des Wohngelds. Das Wohngeld steigt 2023 von durchschnittlich 180 Euro auf rund 370 Euro monatlich. Das ist Teil der Wohngeldregel. Wohngeld. Reform. Ach,
total bescheuerte Trend. Nee, bescheuert mit getrennt hier. Wieso? Wohngeld, Re, Bindestrich, Form. Ja, man ja, darf das da trennen, aber es liest sich beschissen. Ja, ja, ja. Der Bundesregierung und soll einkommensschwachen Mitgliedern unterstützen. Das ist Teil der Wohngeldreform der Bundesregierung. Achso, da kommt theoretisch ein Komma, aber danach kommt ja ein Und, deswegen fällt das Komma weg. Und soll einkommensschwachen Mieterinnen und Mieter unterstützen. Ah, mit der Wohngeldreform wurden zudem Bagatellgrenzen im Fall von Rückforderungen eingeführt, die es ermöglichten, den Bewilligungszeitraum auf 24 Monate zu verlängern. Eine dauerhafte Heizkostenkomponente geht zukünftig als Zuschlag auf die zu berücksichtigende Miete oder Belastung für die Wohngeldberechnung ein, um die Empfänger bei den Energiekosten zu entlasten. Bemessungsgrundlage des Wohngelds ist die Bruttokaltmiete. Kosten für Heizung und Warmwasser wurden bei der Belastung bislang nicht berücksichtigt. Angesichts der stark steigenden Preise für Heizenergie ist es erforderlich, auch die Heizkostenbelastungen für Haushalte im Wohngeld zu berücksichtigen, heißt es in der Gesetzesbegründung. Bürgergeld statt Hartz IV. Das Bürgergeldgesetz ersetzt ab 1. Januar 2023 Hartz IV. Der Regelsatz wird erhöht und zahlreiche weitere Neuerungen werden durchgeführt. Unter anderem soll das Schonvermögen erhöht und ein Weiterbildungsgeld sowie ein Bürgergeldbonus eingeführt werden. Ausführliche Infos zum Bürgergeld gibt es hier, zum Beispiel bei der igmetall.de/Bürgergeld. Bürger natürlich nicht mit Ü, sondern mit UE. Genau. Frührentner, Hinzuverdienste abgeschafft. Wer früher in Rente geht und sich etwas dazu verdient, musste bislang darauf achten, dass eine bestimmte Grenze nicht überschritten wurde, ansonsten wäre die Rente gekürzt worden. Diese Hinzuverdienstgrenze wird 2023 vollständig abgeschafft. Das ist doch nett. Bei einem Ruhestand ab 63 darf man künftig so viel neben der Rente verdienen, wie man will. Die Regelung betrifft Menschen, die mit 35 Beitragsjahren in Rente gehen, aber die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht haben. Also wer zum Beispiel mit 18 voll anfängt zu arbeiten und powert, ohne Pause durchgehend, der ist vor mit 57 ja fertig. Genau. Das ist dann hier noch nicht das aktuell eintretende Rentenalter, aber man könnte da schon in Rente gehen, weil man hat die 35 Jahre quasi abgearbeitet. Genau. Du brauchst halt 35 Jahre Rentenbeiträge, um in Rente gehen zu dürfen. Und das normale frühere Eintrittsalter sind halt inzwischen die 67, glaube ich. Genau. Also wer zum Beispiel Abitur gemacht hat und danach noch irgendwie studiert hat und dann noch zwischendurch für sich ein paar Jahre arbeitslos war und so weiter, da kommt das ungefähr aufs Gleiche. Also Renteneintrittsalter und dann hast du die 35 Jahre quasi abgearbeitet. Aber wer eben wirklich, ich sag mal, vorbildlich niemals zwischendurch arbeitslos war, ja, und schon relativ früh angefangen hat zu arbeiten, ich sag mal mit 20 oder so, da ist die das Renteneintrittsalter ja schon erreicht, also bevor man mit 55. Genau. Und da könnte man kann dann schon in Rente gehen, man kann natürlich auch weiterarbeiten, solange wie man will, man kann auch mit 80 weiterarbeiten, wenn man Bock drauf hat und der Chef das zulässt, man kann auch so lange arbeiten, bis man tot umfällt. Da freut sich die FDP drauf. Ja. Nicht abgeschafft wird die Hinzuverdienstgrenze für all diejenigen, die eine volle oder teilweise Erwerbsminderungsrente beziehen. Toll! Dürfen die armen Schweine, die krank sind, nichts dazu verdienen. Die müssen weiter am Hungertuch nagen. Allerdings wird die Hinzuverdienstgrenze erhöht. Bei voller Erwerbsminderungsrente steigt sie 2023 auf 17.823,75 Euro pro Jahr. Bei teilweise Erwerbsminderung beträgt die Grenze rund 35.650 Euro im Jahr bei einem Leistungsvermögen von weniger als 6 Stunden pro Tag. Das ist aber sportlich. Weniger als 6 Stunden pro Tag und dafür 35.000 Euro im Jahr bekommen wollen. Das schaffst du nur als Berater. Oder 3.500. Waren das 35.650. Ui, das hätte ich aber früher gerne mal brutto gehabt. Tja. Bei Selbstbeiträge zum Beispiel. So, und als Rausschmeißer... Und da gibt es ja noch die Rente obendrauf, ne? Etwas, was uns alle betreffen wird. Wem das nicht betrifft, herzlichen Glückwunsch. Ihre Gene hätte ich gerne.
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nur noch elektronisch. Ab Januar 2023 wird die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auf Papier bis auf wenige Ausnahmen abgeschafft und durch ein elektronisches Verfahren abgelöst. Mit dem Verfahren der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, kurz EAU, müssen gesetzlich krankenversicherte Beschäftigte ihre Atteste nicht mehr dem Arbeitgeber schicken. Stattdessen stellt die Krankenkasse die entsprechenden Arbeitsunfähigkeitsdaten elektronisch zur Verfügung und die Arbeitgeber rufen diese Daten dann ab. Auch Krankenhäuser nehmen an diesem Verfahren teil. Nicht beteiligt sind bislang Ärztinnen im Ausland, Reha-Einrichtungen sowie Physio- und Psychotherapeuten. Aha. Die EAU gilt zudem nicht für Privatversicherte. Beschäftigte müssen ihre Arbeitgeber nach wie vor über die festgestellte Arbeitsunfähigkeit unterrichten. Das heißt, man wird krank, und also wegen einer Grippe zum Beispiel, ja, also nicht von wegen Burnout, das wäre dann psychologisch, das ist wieder was anderes. Ja, haben wir ja gehört, da geht das nach wie vor noch, aber man ist krank. Grippe, keine Ahnung, irgendwas. Dann sagt man dem Chef nur noch, ey Chef, bin krank, ich gehe nachher zum Arzt. Genau. Und das war's. Das muss reichen. Du kannst dem Chef dann natürlich hinterher noch sagen, hier, Typ hat mich für 4 Tage krank geschrieben oder so. Das ist aber mehr so eine freiwillige Info direkt an den Chef. Wo dein Betrieb sich jetzt seine Version der AU herholt, das waren ja immer unterschiedliche Scheinchen gewesen für dich, für den Betrieb und für die Krankenkasse. Das ist jetzt ein Ding, ne? Also, die dürfen dann halt wahrscheinlich, wenn sie da regelmäßig die Krankenkasse mal informieren, hier schickt uns mal was und da gibt es dann noch gute PDFs bei E-Mail. Genau, also wenn der Chef dann plötzlich ankommt, du hast mir die eine Arbeitskrankbescheinigung ja nicht zugeschickt, kannst du sagen, Chef, das ist ab diesem Jahr anders. Ja, von wegen, das denkst du, das ist gesetzlich verändert worden. Das musst du jetzt selber machen. Scheiße. Genau, das ist nämlich diese grundlegende Änderung, die sich halt geändert hat. Außer, wir haben es ja gehört, ja, Hexenschuss, das wäre Physiotherapie, da gilt es noch. Burnout, das wäre psychologische Behandlung. Dann ja, Physio auch nicht. Ja doch, Physio stand hier. Physio und Psycho müssen, haben eben noch das Alte, oder? Ja, nicht beteiligt sind Ärzte im Ausland, Reha-Einrichtungen sowie Physio und auch Psychotherapeuten. Genau. Wenn man wegen sowas also krank von so einem Arzt quasi krankgeschrieben wird, dann muss man es trotzdem noch einschicken. Genau, da musst du trotzdem noch, aber nur für die Therapie, nicht für die eigentliche Krankschreibung. Das sind richtig. Unterschiedliche Dinge. Wenn du deine Therapie hast, nach dem Motto, ich muss da zur Gymnastik oder zur Hypnose, dafür brauchst du dann noch den Zettel. Wenn der Arzt sich deswegen aber erstmal eine Woche heimschickt, hier links sich erstmal hin, streng liegen, dafür nicht. Wichtig Unterschied. Also dann an der Stelle auch merken, ja, wenn man bei so einer Reha-Einrichtung dann eine Krankschrift bekommt, ich denke auch, der Chef muss das ja dann selber einholen. Nee, da nicht. Ja, da schießt man sich sonst ein Eigentor. Da muss man es wieder einschicken. Genau. Also jetzt im Hinterkopf haben. Ja? Das ist der einzige Unterschied. Also Kurkliniken und so machen zum Beispiel. Ja, und wer nicht gesetzlich, sondern privat krankenversichert ist, da ändert sich gar nichts. Haha. Genau. Sieht euch recht. So, dann sind wir aber jetzt mit den Änderungen für 2023 durch. Sehr schön. Fand ich sehr interessant. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Falls noch clevere Ergänzungen sind von wegen, haha, das stand ja gar nicht in der Zeitung. Das hat sich auch geändert. Muss man wissen, ne? Mal rein in die Kommentare. Würde uns sehr interessieren. Denn auch wir lernen gerne dazu. Wem das Format an sich gefällt, der kann mal gerne ein Abo dalassen. Oder auf Gefällt mir drücken. Daumen nach oben. Wem das jetzt nicht so gefallen hat, dann eben halt nicht. Wir machen auch andere Videos, wie versprochen. Demnächst geht's los mit Item 4. Das werden auch sehr viele Videos werden. Wir haben das ja beide Lehrkurse bekommen und Kursmaterial. Und das wollen wir dann in aller Ruhe mal durchgehen. Jo. Und gehen dann auch so auf die Unterschiede zu dem vorherigen Item 3 ein. Was doch schon ganz schön. Das, ja, also die Reform von Eitel 3 auf Eitel 4, das war schon nötig. Da waren einige sehr wichtige Dinge drin. Aber Eitel 4 ist schon wuchtig genug, glaube ich, oder? Ja, schaut doch nicht. Weil wenn wir beides machen, dann muss man auch beides vorstellen. Nein, nur das, wo wir feststellen, okay, das hat sich geändert. Bist du das so, was uns konform hat, oder? In einigen Dingen schon, nicht komplett. Ach so. Aber da haben wir ja eine tatkräftige Community, nochmal wink mit Zaunfall, ne? Falls ihr wisst, auch da hat sich was geändert. Das habt ihr vergessen. Rein in die Kommentare. Genau. Dann bauen wir eine Wissensdatenbank auf. Und das ist doch schön. Wir danken uns fürs Zuschauen. Wünschen euch noch einen schönen Tag, Nacht, Abend, was auch immer. Bis bald. Bis dann. Tschüss.